Assalamualaikum, liebe Geschwister. Schön, dass heute so viele da sind zu meinem Input. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, mehr oder weniger Gerechtigkeit auch gegenüber jenen, die einem selbst ungerecht gegenüberstehen, die einem selbst Unrecht tun. Und das wiederum spiegelt für mich so ein bisschen den inneren Frieden wider. Dazu habe ich einen passenden Vers, und zwar ist das aus Sure 5, Vers 8. O die, die ihr glaubt, seid standhaft in der Sache Gottes, bezeugend in Gerechtigkeit, und die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht dazu verleiten, anders als gerecht zu handeln. Seid gerecht, das ist näher an der Gottergebenheit, und fürchtet Gott, wahrlich, Gott ist kundig eures Tun. Klar, gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Ich glaube, meins ist nahe der Ahmadiyya. Und ich glaube, ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, ja, dass das Wort Frieden ja im Islam mit drin steckt. Frieden in sich, praktisch Frieden, wohlbehalten sein, in Sicherheit sein, und der Frieden in sich selbst. Daraus ist ja die Wurzel, die in dem Wort Islam steckt, begründet. Und ein Muslim praktisch, ein Gottergebener, der sich Gott hingibt, findet dadurch auch den Frieden in sich selbst und den Frieden mit seinen Mitmenschen und auch mit der gesamten Schöpfung. Auch ein Gedicht würde ich gerne mit euch teilen, in dem es um den Frieden geht oder halt Frieden an sich die Frage aufwirft. Das Gedicht ist auf Englisch. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Das Gedicht heißt They Fight for Peace. Peace, they say, peace of mind, peace on earth, peace of what kind? I see them talking, arguing and fighting. What kind of peace are they looking for? Why do they kill? What are they planning? Is it just talk? Why do they argue? Is it so simple to kill? Is this their plan? Yes, of course, they talk, they argue, they kill. They fight for peace. Das Gedicht ist aus einem Buch, nennt sich Poems from Guantanamo. Guantanamo Bay bestimmt jedem ein Begriff, ein US-Gefangenenlager auf Kuba. Das Gedicht wurde geschrieben von Shaka Amer, einem saudischen Staatsbürger mit britischer Aufenthaltsgenehmigung, lebte in Großbritannien mit seiner Frau und seinen Kindern, ging dann nach Afghanistan, um dort für eine Charity-Organisation zu arbeiten, und wurde im Zuge der US-Militäroffensive nach dem 11. September auch in Afghanistan verhaftet, war erst in Bagram und wurde am 14. Februar 2002 nach Guantanamo verlegt. Genau an dem Tag wurde auch sein jüngster Sohn geboren, den er erst 14 Jahre später kennenlernen sollte. Genau so lange war er nämlich dann in Guantanamo inhaftiert, ohne Anklage, ohne Anhörung und ohne Gerichtsverfahren, wie viele andere auch. Was mich an diesem Mann sehr beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie er mit diesen ganzen Ungerechtigkeiten umgegangen ist. Ich habe in keinem seiner Interviews irgendeine Feindseligkeit gespürt, irgendein Groll oder Wut. Und das hat mich doch sehr beeindruckt, weil ich mich zu der Zeit viel mit dem Thema Guantanamo beschäftigt habe und auch so zum Islam mehr oder weniger gefunden habe, weil mich diese innere Ruhe, dieser innere Frieden, den er für mich ausstrahlt, sehr überzeugt hat. Also ich habe mir eigentlich sowas gewünscht und so, nach sowas gesehnt und mich gefragt, wie findet man das? Obwohl alles so gemein ist und so ungerecht und man zu Unrecht oder halt auch ohne Verfahren, ohne Anhörung verurteilt ist und solche Qualen erleiden muss, wie schafft man das trotzdem zu sagen, auch wenn mir Unrecht getan wird, möchte ich das niemand anderem antun? Einfach dieses Wow, wie kannst du nach all dem, was dir passiert ist, trotzdem noch mit so einem Lächeln und so einem wirklich auch ehrlichem Lächeln durch die Welt gehen? Das finde ich schon beeindruckend. Und ich denke, das ist
auch wieder gerade heute in der Zeit, wo sich die Gesellschaft leicht spalten lässt, wo der eigene Wunsch nach Freiheit vielleicht auf Unverständnis stößt, auf der anderen Seite aber auch die Rücksichtnahme auf andere wieder bei anderen für Unverständnis stößt. Wie schafft man es trotzdem zu sagen, okay, ich bin nicht deiner Meinung, ich finde nicht gut, was du tust, aber lass uns den Respekt und den inneren Frieden nicht verlieren. Und das hat mich eigentlich sehr überzeugt und ja, tut's immer noch. Und es ist manchmal schwierig, diesen inneren Frieden zu finden, dieses okay, ich nehme mich mal zurück. Ich weiß, es ist gerade nicht schön und es tut mir nicht gut, aber ich möchte selber nicht so sein. Sich auf das Niveau von anderen begeben, das von der Gerechtigkeit und von der Sache Gottes praktisch abbringt. So ganz nach dem Motto, wer Gerechtigkeit sieht, der wird Frieden ernten. Und den Gedanken wollte ich euch heute einfach mitgeben, eben weil er mich seither begleitet und mir doch hilft, auch mal in Dingen gelassener zu bleiben, die mich vielleicht eigentlich aufregen würden oder wütend machen würden, wo ich mir dann einfach denke, okay, überleg nochmal, halt nochmal inne, geh nochmal einen Schritt zurück. Muss das jetzt sein, diese negativen Gedanken, oder kannst du es eigentlich auch in was Positives umdrehen und somit vielleicht auch nach außen transportieren, so den Frieden mit dir selber, mit den Mitmenschen und eben dann mit der gesamten Schöpfung. Ich finde, hinterher ist es dann auch leichter. Also es ist in dem Moment schwierig, dieses, wenn es so auf dich einprasselt, dann ist es schwierig, irgendwie nicht sich instinktiv irgendwie zu wehren oder zurückzuschlagen. Aber im Nachhinein, finde ich, ist es viel einfacher, wenn du nicht diesen Ballast der Wut oder des Neid oder des Hass mit dir rumträgst. Mhm. Dann kannst du sagen, okay, ja, ich weiß, der ist nicht schön zu mir oder der war gemein zu mir, wie er sich verhalten hat, ist nicht in Ordnung, aber was ist denn? Und es wäre schön, wenn ihr das vielleicht mitnehmt heute und vielleicht auch selber mal ein bisschen guckt, okay, wie stehe ich eigentlich zu dem ganzen Thema? Wo ist meine innere Ruhe? Wo ist mein innerer Frieden? Und vielleicht kommt der dem ja ein Stück näher. Das wäre so mein Input für heute. Genau. Und wenn ihr mehr über Shakyamuni oder die Guantanamo-Thematik wissen wollt, kann ich euch gerne mit Links versorgen. Und ich danke euch fürs Zuhören.